Ich habe ja gestern gesagt, dass diese Folge dumm heute eigentlich gar nicht kommen soll, da ich Probleme mit meiner Festplatte habe und gar nicht an die Dateien komme. Aber dank findigen Technikern im Kommentarbereich konnte ich das Problem lösen und die Dateien sind jetzt wieder da und ich konnte das Video schneiden und deshalb für euch jetzt Folge dumm für euch. Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben, dass wir das Problem lösen konnten. Dankeschön, viel Spaß. Woo! Moin Leute! Und willkommen zurück zu einer neuen Folge dumm mit meiner Hose am Montag. Hallo Leute. Was geht ab, Leute? Es ist zu heiß. Dankeschön, tschüss, das war's mit der Folge. Ende. Oh, und dann nur Musik, damit wir auf 10 Minuten kommen. Lalalala. Ja, ja, und wir promoten Kollegen von uns mit einem Standbild. Ja, Mann, das sind die besten Methoden. Ja, wir sind zurück. Es ist übelst warm bei Manuel, bei mir geht eigentlich. Es gewittert, ich hoffe, man hört das nicht. Damit dieser Junge nicht mehr leiden muss. Oder irgendwie kollabiert, wobei das gäbe echt gut Klicks, mach mal. Alter, das wäre echt voll geil, so Junge kollabiert vor Cam. Und dann nicht mal Clickbait, weil wirklich. Ja. Und dann, ja, Profit. Also Leute, mit einem Like wünscht ihr mir Glück, dass ich überlebe. Ja, es gab letztes Mal eine Community-Frage, die war sehr gut, bestimmt. Das war die beste Antwort. Alter, ich habe die gefeiert, die Antwort. War so geil, ne? Ja, Mann. Weißt du, ich habe die so gelesen und mein Körper wurde auf einmal ein bisschen kühler dadurch. Weil die so gut, so gut war. So cool die, war die. Ha. Die war so cool. Ha, 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 ha. Lass lieber schnell anfangen. Manuel. Eine wichtige Frage habe ich wieder mal. Dieser Junge braucht Hilfe. Du bist auch echter Piratenexperte, ne? Oh, ja, safe. Sehr gut. Piraten-Somalia, welche Waffen? Welche Waffen benutzen die Piraten, kämpfen sie mit Säbeln und haben solche großen Kanonen? Und dann so ein Link zu so einer alten Kanone. Och, Mann, Alter. Die Frage ist ganz einfach beantwortet. Nein, die kämpfen mit Harpunen. Amazon Reflink in der Beschreibung. Yo, Junge, wie lange wir nicht mehr die Harpune drin hatten, ne? Ja, es wird endlich mal wieder Zeit für die Harpune, Alter. Möchte mal echt wissen, ob irgendjemand wirklich auf die Idee kam, diese Scheiße zu kaufen. Wir beide sind ja fast auf die Idee gekommen und haben überlegt. Eigentlich wäre das echt geil. Ja, aber ich habe Angst, dass sie in der Nacht mal losgeht und mich dann wirklich tötet oder ja, so. Ja, weil die auch in der Nacht so ist, dass sie instant in dein ja, Körper geht. Ja, aber vielleicht fällt die dann so, ich würde mir ja wenn an die Wand hängen, aber vielleicht fällt die dann runter und dann auf einmal dreht die sich so, dass sie mir in den Kopf schießt, während sie auf den Boden fällt. So, du. Und dann. Und dann tot. Ja, kann alles passieren, Leute. Aber Säbel haben die auch, oder? Ja, nee, die haben so Küchenmesser. So richtig, eine richtig alte Kanone verlinkt. Die haben aber auch Augenklappen und so Piraten. Und ein Papagei. Ja, das wollte ich sagen, so ein Papagei. Jeder von denen hat einen Papagei auf der Schulter. Und die hassen nur mit dem so, sagen so, sollen wir den abstechen? Und der Papagei, ja, ja. Und dann töten die den Ende. Ich war auch gern Pirat. Ja. Dankeschön. Also, Karriere startet. Dankeschön, tschüss. Alter, weißt du, bei Piraten wäre es richtig schön kalt jetzt. Weil durch C und so immer schön kalt. Hey, die Sonne knallt doch voll drauf. Ja, aber du merkst es ja nicht durch den Wind. Und dann immer Sonnenbrand, immer Leiden. Dann hast ja, aber kriegst du immer Skorbut, weil deine keine ja, Ernährung... Ja, dann kaufst du dir Sonnencreme als Pirat, Mann. Gegen Skorbut. Ja. Fällst du deinen Arm ab. Oh, ich hab doch Sonnencreme. Oh, Sonnencreme. Dankeschön, tschüss. Erster Mal, hallo, ich habe morgen eine große Feier. Die Frage ist nur, darf ich Alk konsumieren, wenn ich Amoxicillin 1000 Milligramm nehme, also ein Antibiotikum? Es steht nichts auf dem Beipackzettel und ich habe vergessen, den Arzt zu fragen. Bitte um schnelle Antwort und bitte keine dummen Kommentare. Also aber uns ja genau richtig. Fragt er so den Arzt. Ey, darf ich eigentlich ein bisschen saufen? Das ist, glaube ich, immer eine gute Frage, die man einem Arzt stellen ja. sollte. Dann sagt der Arzt, wenn du willst, dass das ordentlich kickt, auf jeden Fall. Also, wenn du dich wegbeamen willst, mach safe, Alter. Kannst dich halt wirklich beamen. Du bist auf der Party und plötzlich bist du im Krankenhaus. Ja, das ist halt auch nur so mit einem Augenzwinkern ja, Mann. Passiert das. Wenn du auf einmal übernatürliche Kräfte haben willst, würde ich safe machen, Alter. Ja, Mann, wirklich. Die das nicht wissen, macht das auf keinen Fall. Ihr könnt abkacken. Für ihn, mach safe, weil er macht richtig Bock. Ballert, Bruder, dankeschön. Tschüss. Manuel, so ein richtiger dummer Einzeiler einfach, wo einer so sagt, kann man sein Kind Mensch nennen? Ach komm, halt die Fresse, Alter. Komm schon, ey. Och, Timon, kann man sein Kind Mensch nennen? Wahrscheinlich, nein, weil dein Kind wird kein Mensch, weil du bist
irgendwas anderes, außer du bist, keine Ahnung, eine nicht intelligenzfähige Lebensform. Warum will man sein Kind denn Mensch nennen? Oder so, komm her, Mensch. Oder so in der Schule, Mensch. Ich nehme Mensch. Aber die Sache ist, stell dir mal vor, du willst jemanden ermahnen. Mensch, Mensch! Was? Ja, nein, ich will darüber nicht reden, Timon. Bitte können wir nicht weitermachen. Das ist so scheiße. Wie kann man sein Kind Mensch nennen, Alter? Dann der nächste kann man sein Kind nicht Hund nennen. Kennst du dieses SpongeBob-Meme? Kann man sein Kind Mensch nennen? So, das könnte man echt bei jeder zweiten Frage hier machen. Welche Waffen benutzen Piraten? Mann! Richtig gut werden. Nächste Frage. Ich habe seit 10 Monaten Kontakt mit einem Jungen, der 5 Stunden von mir entfernt wohnt. Wir lieben uns, haben Gefühle etc. Jedoch habe ich von ihm 6 Bilder. Was sagt ihr? Jedoch? Hä? Also so wie ich das verstehe, die kennen sich seit 10 Monaten. Ja. Die leben 5 Stunden voneinander, Autofahrt entfernt oder Zugfahrt. Ja. Aber sie hat von ihm nur 6 Bilder. Mehr hat die noch nie gesehen, die haben sich noch nie getroffen und whatever, aber die lieben sich. Würdest du sagen, die haben noch nie etwas von Telefonieren, WhatsApp, Videotelefonie, Skype gehört? Ja, das haben die safe gemacht. Haben die locker noch nie von was gehört? Das habe ich safe gemacht, aber die Sache von ihr ist, dass sie nur 6 Bilder von ihr hat und die haben sich noch nie so begegnet oder so. Also die haben schon Videotelefonie gemacht? Nein, das glaube ich nicht. Ja, eben. Ja, was... Hä? Wenn ich von dir mal 6 Bilder habe. Ich habe gehört, du brauchst mindestens 12, damit das auch wahre Liebe ist. Sonst verarsche ich dich nur. Also bei 6 ist das echt nicht ernst gemeint. Die Sache ist, ich würde den halt fragen, ob der dir den iPhone 7 schenkt. Nach einem Monat. Ah, Link zu Manuels Folge ist in der Videobeschreibung. Nein! Die Frage gibt's ja gar nicht mehr. Ach ja! Oh, fuck. Oh. Ja, aber dann würde ich dir halt fragen, ob der dir den Plasma-Fernseher schenkt. Weil wenn er dir was schenkt, dann ist es wahre Liebe. Auch so. Einfach bestellen und dann Versandadresse bei ihr angeben, weil er kann ihr das ja nicht persönlich geben. Doof gelaufen. Dankeschön. Ja. Frag ihn, ob der Fernseher Plasma-Fernseher schenken kann und dann, wenn er macht, dann safe. Ja, dann ist Love is in the Air, Alter. Dann sonst frag nach mehr, nach Auto, Haus, Villa, Kindern. Fotos. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Manuel, ich weiß ja auch, dass du Grillexperte bist. Ja. Und die gewissen Feinschmecker-Zutaten kennst. Grillkohle verwenden trotz Katzenurin. Habe unsere Grillkohle in einem Holzkorb im Holzschuppen gelagert. Leider habe ich festgestellt, dass unser dämlicher Kater darauf uriniert hat. Kann man die Kohle trotzdem verwenden oder wird das Fleisch dann nach Urin schmecken? Hey, Junge, Alter. Weißt du, ich würde das Fleisch damit einreiben, weil das so geil ist. Ach, Junge, allgemein. Oh nee, warum überlegt man denn noch, das überhaupt zu benutzen? Ich habe gehört, das ist so eine richtige Delikatesse und in Feinschmeck-Restaurants in Paris zahlst du 500 Euro, haben die, auf Preis, nur damit das mit diesem Holz verwendet, gebraten. Katzenpisse verfeinert ist. Genau. Och komm, ey, Junge. Hey, wenn man auch diese Katzenbohnen, also die Kaffeebohnen aus dem Katzenarsch isst, dann kann man auch das essen. Ja, deswegen, also, guten Appetit. Viel Spaß bei dem Grillfest. Lad mich bitte nicht ein. Dankeschön. Tschüss. Jetzt eine Frage. Eine wichtige Frage. Die ist wirklich, wirklich wichtig. Ohne Scheiß, Alter. Wer sich darüber lustig macht, bei dem jetzigen Wetter, ist echt richtiger Miguel Pablo-Fan. Oh, okay. Guten Morgen. Schönen Sonntag, alle. Ja, eigentlich Montag, Leute. Ich formuliere um. Guten Morgen, schönen Montag, alle. Wollte fragen, das Wetter wird ja richtig gut heute. Meint ihr, wenn ich kurze Hose anziehe, würden die Leute blöd gucken? Guten Morgen, schönen Montag, alle. Wollte richtig. Warum schreibt ihr das nochmal? Weil das noch nicht Sommer ist und wir April noch haben. Hä? Ich hab die. Ohne Scheiß. Ich habe die in diesem Monat gescreenshottet, spätestens vor einer Woche. Das war doch Mai, Leute. Und wir, warum April? Der kann nicht mehr die Monate richtig. Ja, das erklärt einiges. Vor allem, wenn die Folge rauskommt, ist schon Juni. Ja, aber die habe ich gescreenshottet, spätestens so 25. Mai habe ich die. Also bei euch im April, damals, ja, du warst vielleicht Zeitreisender. Ja, ich war Zeitreisender. Du steht sogar vor 47 Minuten da drauf. Zeitreise. Ja, vielleicht andere Zeitzone. Aber drehen wir das um auf den heutigen Tage.
Oder auf die letzten Tage, als es richtig dumm alle war, mit kurzer Hose gucken. Rumläuft. Alle würden gucken. Ja, alle würden so denken, boah, guck dir den an, richtiger Otto, läuft der mit kurzer Hose rum, obwohl es so heiß ist. Ja, du musst Thermoanzug anziehen und diese Strahlenschutzanzüge, sonst komplett vorbei. Ah, Leute verstehen das einfach nicht, ne? Ich bin, ja. Mann, ich wollte wütend tun, aber es ist so warm. Dankeschön. Tschüss. So, damit Manuel an Hitze nicht komplett stirbt, kommen wir schnell zur Community-Frage. Es geht um diese tollen Dinger, sie drehen sich und machen Spaß. Warum habe ich einen? Die Frage ist safe von Manuel. Ich will einen Fidget Spinner. Empfehlungen? Wenn ihr Empfehlungen dafür habt, Raffling ist in der Videobeschreibung auf jeden Fall. Zusätzlich zur Harpune. Junge, heute ballern wir komplett Alter, raus. Alter, heute wird Cash gemacht. Ich sollte so einen richtigen Markt aufmachen. So Raffling-Markt. Alter, Leute, wenn ihr wüsstet, wie viel Geld jemand euch verdient, ich glaube, mehr als 2 Cent. Glaube ich nicht. Ich konnte mir zumindest diesen Fidget Spinner kaufen. Wenn ihr eine Antwort habt, Link in der Videobeschreibung. Nee, gar nicht. Falsch. In die Kommentare damit. Link in der Videobeschreibung ist zu Manuels Folge. Genau, da könnt ihr nämlich noch mehr kichern und lachen, wenn ihr Spaß haben wollt. Und gebt ein Like, wenn es euch gefallen hat. Kommt rein. Nächstes Mal. Tschüss. Gebt ein Like dafür, dass wir diese Strapazen aufnutzen. Lollix. Tschüss. Oh.